auch wenn die den noch mit dem Da fehlt aber noch einer. Du, da fehlt noch eine Lücke, das stimmt. Ja, Anne Hinder. Es geht nicht um Schönheit. Ja, nicht um Schönheit. Ja, wunderbar, sehr gut. Wirklich eine dufte Mannschaft hier im Saal sitzen und ich zähle wirklich auf euch, dass ihr auch gleich laut von euch gebt. Ja. Das sind 3 verschiedene Mofa-Clubs und die haben hier ihre Mofas privat, ihre Herzstücke mitgebracht. Ihr seht sie unten im Foyer, sie sind ausgestellt, weil es einfach passt, klar, zu dem Film. Es geht ja in dem Film, den wir heute sehen, im Mofas und ich sage vielen, vielen Dank. Macht mal laut von euch und macht euch bemerkbar, wo sitzt ihr? Ich glaube im Mittelfeld. Ich bin auch blind gewesen, man sieht es ja. Markus Goller, Oliver Ziegenbeich und Bjarne Mädel. Hallo, Tag, moin. Hallo, moin, Meister. Moin, Meister. Jungs, schön, dass ihr da seid. Ich habe jetzt gesagt, ein Teil. Natürlich können nicht alle jetzt den Film so großartig gemacht haben, wie er ist, hier sein. Aber ihr seid eine tolle Vertretung. Wir erleben euch schon den ganzen Abend hier als äußerst sympathisch und vor allen Dingen als Menschen, die mit Herzblut dabei waren. Ich fange vielleicht mal ganz kurz an. Es möge nach vorne treten, wer die Idee zu dem Film hatte. Also, ihm verdanken wir tatsächlich. Das ist... Ich bin der Markus, hallo, ich habe die Regie gemacht und produziert und das ist mein Partner, der Olli, der hat das Buch geschrieben und produziert und das ist Bjarne Mädel. Das geht besser, Bjarne Mädel. Also, okay. Ja, also ihr drei, ihr seid wirklich zusammengewachsen, es ist aber tatsächlich auch im Laufe des Gesprächs heute rausgekommen, dass der zweite Hauptdarsteller, Lars Eidinger, ja leider jetzt gerade in dem Moment nicht hier sein kann. Er kommt aber nachher tatsächlich noch vielleicht im Anschluss vorbei. Und Bjarne, ihr seid ja sonst immer zu zweit unterwegs gewesen die letzten Tage. Man versucht hier einen Keil zwischen uns zu treiben. In Lübeck. Ja. Nein, er spielt tatsächlich noch Theater, ne? Ja, das stimmt. Lars kann den Hals nicht vollkriegen. Er spielt in Hamburg am Thalia Theater Hedda Gabler. Ich glaube, er spielt selber auch die Hedda Gabler. Und... könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber er trägt ja gerne auch mal Frauenklamotten. Also Lars... Das wird alles aufgenommen. Das sind ganz viele Instagram-Stories. Ärger. Leute, das war Spaß. Humor ist ein ganz dünnes Pflänzchen. Also Lars spielt noch Theater in Hamburg und ich habe morgen einen Drehtag in Köln, also in Bonn. Und da werde ich jetzt gleich dann mit dem Auto hingefahren, weil ich muss um 5.45 Uhr werde ich abgeholt. Und deshalb kann ich nicht bis zum Schluss hier bleiben. Oh. Ich bin aber jetzt extra hier gekommen, um euch viel Spaß zu wünschen. Ja, ja, extra nur deshalb. Und da ich mir aber aus der Erfahrung der letzten Tage wollte der eine oder andere gerne ein Autogramm haben. Deshalb habe ich eben in 20 Minuten ganz viele Karten unterschrieben. Ich habe sie alle. Auf der linken Seite. Und die andere Seite habe ich für Lars freigelassen. Also Lars kommt ja nachher, der nimmt es auch auf sich, von Hamburg jetzt nach Lübeck zu kommen, nach seiner Aufführung, um dann euch zu fragen, wie ihr den Film so fandet und ob ihr mit meiner Darstellung zufrieden wart. Und ja, und da kann er dann die andere Seite unterschreiben. Das klingt gut. Sag mal, kann ich mein Handy mal nach vorne bekommen? Weil tatsächlich wollen wir nicht einfach Lars, sondern ich spiele jetzt mal so ein bisschen Kai Pflaume. Also ihr beiden wurdet ja getrennt heute in Lübeck quasi. Wollen wir ihm eine Grußbotschaft aufnehmen? Das können wir machen. Das machen wir. Komm, kann ich mein Handy mal haben? Ja, das kommt schon gerade, ist auf dem Weg runter. Heutzutage läuft ja alles mit Selfie-Modus, ne? So. Das, gut, auf die Kleber da hinten achten wir jetzt mal nicht. Komm, wir machen das jetzt mal gemeinsam. Achtung. Warte mal, wie geht denn da der Selfie-Modus? Du fotografierst das Publikum gerade. Das können wir auch mal machen. Mal lachen, bitte. Das ist ja auch, ich mach mal ein schönes Bild. So, jetzt haben wir's. Perfekt. Jetzt. Was ja, wir müssen zum Publikum drehen. Guck mal, es ist alles schon live. Es ist einfach live ohne Farbe. Lieber Lars. Ja, damit du nicht glaubst, dass es irgendwie gefaked ist. Wir sind wirklich hier in Lübeck. Das sind alles wirklich echte Menschen. Also die machen... Zumindest die meisten. Manche haben wir auch bezahlt. Sind Mofa-Clubs dabei und andere Wahnsinnige, um unseren Film zu sehen. Wir wurden heute getrennt, was mich sehr schmerzt. Und, Du fehlst, ja. Man hat versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben. Wir dürfen das nicht zulassen. Wir müssen als Brüder weiter zusammenhalten und komm einfach nach. Komm doch einfach nach Köln und folge nach Köln? Ja.
Wir sind in Lübeck. Ja, ich bin doch nicht doof. Ich fahre doch nach Köln und da soll der nachkommen. Ich weiß schon, also was ich rede. Also immer diese Zwischenrufe auch. Wirklich. Zwar, ihr seid nur so Hintergrundbild. Da soll, okay, so soll das nicht noch reingerufen werden und verbessert und so. Also jetzt muss ich als Gastgeber nochmal kurz einschalten. Lars, wir sind jetzt hier in Lübeck. Ja? Das warte ist mal, wir fragen aber die Leute. Aber wo sind wir denn hier gerade? Ja, wo sind wir denn hier überhaupt? Also Lars, wenn du das jetzt immer noch nicht gehört hast. Und du kommst aber nach Köln. Nein. Na, und damit wir da vielleicht auch nochmal den Film zusammen gucken können. Aber erstmal kommst du jetzt nach, bist du ja jetzt in Lübeck, jetzt wo du das siehst, bist du in Lübeck. Und ich hoffe, der Rest Alkohol ist rausgespielt und es geht dir wieder besser. Also bis bald, mein Lieber. Und ich sag bis gleich, weil ich bleibe nämlich hier im Sinistar Filmpalast Stadthalle in Lübeck. Und die auch hier. Wir freuen uns auf dich. Also echt jetzt? Habt ihr denn eigentlich schon so ein bisschen Lust, jetzt den Film zu sehen? Ja, aber ganz bestimmt. Weil das war unsere Absicht, dass wir einfach so eine halbe bis dreiviertel Stunde quatschen, dass ihr dann irgendwann den Film wirklich gucken wollt. Ja, natürlich. Hau doch ab! Oh, der ist so süß, echt. So, jetzt kannst du gehen. Fahr mal raus, das ist ja geil. Wem gehört die? Gehörte. Hier hinten sitzt sie. Wem gehörte die? Die Herkules. Ich habe schon gelernt, sie hat keinen Namen. Die Süße. Und ich würde jetzt aber, während wir hier gerade unterschreiben, noch mal einen letzten Versuch machen. Guck mal, weil ich es ja vorher nicht gebacken gekriegt habe. Jetzt machen wir hier. So, kannst süß du mal schauen, Biane? Ist das jetzt richtig? Nimmt das auf? Nee. Oh. Jetzt. Jetzt nimmt. Extra aus Hamburg, von der Bühne auf die Bühne. Lars, grüß dich. Wir freuen uns tierisch, dass du da bist. Sollen wir dir die Pepsi mal abnehmen? Was? Sollen wir dir die Pepsi mal abnehmen? Dann hältst du die, oder was? Ich werde die schon los. Wow, alle mit den Handys. Hallo. Ich würde mal ganz gerne kurz was testen. Die Rocker hier, geil. Ja, ich würde jetzt mal gerne zwei Sachen testen. Lieber Lars, wir haben heute richtige Rocker, nämlich drei Mofa-Clubs. Wo seid ihr? Und wir haben es vorher bei Piane geübt, also er hat es einstudiert, jetzt machen wir es mal andersrum. Wir haben hier Lars. Okay, alles klar. Das sollte Eidinger heißen. Hier ist Lars. Eidinger! Lübeck ist nicht immer ganz spontan. Also jedenfalls nicht, wenn wir einen total ergreifenden Film gerade gesehen haben. Einen ergreifenden Film, in dem du, jetzt wird's heiß hier, okay? Ja, warte. Ich dachte, es kommt gut, aber es ist ein bisschen affig. Aber es passt zu den Socken. Ich finde diese Kutten so cool. Welche Dübert? Habt ihr eine? Ja. Nee, weil ich habe ehrlich gesagt, ich wollte mir neulich auch so eine Kutte machen. So mit, ich dachte, das ist lustig, so mit Popstickern. Und dann habe ich mir so ganz viele Patches bestellt. Aus überall. Das ist auch wahnsinnig teuer. Ne? Glaubt man ja, so ein Patch kostet und summiert sich, ja. Und dann habe ich nur gedacht, das ist eigentlich so geil, so eine Kutte, weil das sind ja so Rocker und keiner von denen näht sich natürlich die Dinger selber drauf. Ne? Sonst macht entweder die Mama oder die Frau. Das finde ich irgendwie so süß, dass die dann so, ey, kannst du mir die mal annähen und am besten hier und so. Ich frage jetzt mal, hast du hier deine Patches selber rangenäht? Ja, natürlich, das geht gar nicht, dass so Mutti das macht. Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Bernd. Also Bernd. Und haben eine gute. Jetzt nimmt es auf. Lieber Lars, ich klappe die zweite, wir haben es schon probiert. Wahnsinn, du hast es geschafft, du bist tatsächlich hier in Lübeck und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Man versucht einen Keil zwischen uns zu treiben, das lassen wir nicht zu. Und ich muss ja jetzt schon los. Bitte? Was müssen wir umdrehen? Das Mofa oder was? Lieber Lars, falls du dich wunderst, was das für eine komische Aufnahme ist, wir sind nicht betrunken. Wir sind hier sehr respektlos, die rufen dazu. Wir sind in Lübeck! Ihr kennt es alles, oder? Aber du ja nicht. So, Lars, viel Spaß. Wir müssen jetzt langsam mal den Film starten, weil die Leute haben sonst keine Lust mehr auf uns. Also, viel Spaß. Nachher unterschreib ordentlich, nicht so unleserlich und wir sehen uns in Köln. Hau rein. Und erst in Lübeck. Mensch, und jetzt bist du.
bist du da. Danke, danke. Gott sei Dank. Also ich verzichte jetzt an dieser Stelle darauf, eine kitschige Zurückbotschaft quasi mit dir aufzunehmen. Ja. Wir grüßen einfach jetzt an dieser Stelle Bjarne, oder? Der ist jetzt schon auf dem Weg zum nächsten Dreh. Bjarne, es sind ganz viele Handys hier im Saal auf uns gerichtet. Irgendjemand wird das bestimmt posten bei irgendeinem Social Media. Dann hört er uns, Lars hat es geschafft, er ist da. So, und ich freue mich, ihr freut euch genauso. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir lassen mal hier unsere Gäste was fragen, weil die haben jetzt den Film gesehen und ihr habt ja bestimmt... Bürgermeister erkannt, auch wenn vorher von Timmendorf die Rede war. Ja, wirklich. Für mich ist jetzt nur die Frage, wen ich den Bußgeldbescheid überbringen darf. Denn das Pieseln von unserer Seebrücke ist natürlich verboten. Und bitte keine Nachahmer. Aber gefallen hat Ihnen der Film, trotz Pieseleinlage, ja? Ja, es ist ein toller Film, humorvoll, berührend und vielleicht auch so ein bisschen ein Plädoyer dafür, mal darüber nachzudenken, was einem so wichtig ist. Ja, toller Schlusssatz. Dankeschön. Herr Bürgermeister. Ja, da sind wir schon ein bisschen stolz hier, die aus der Region kommen. Und da geht's schon direkt weiter. Also ich habe die Brücke von Rotenhusen erkannt. Ja, ich glaube, das lag richtig, ne? Utecht? Ja, das stimmt. Ich bin nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall die Brücke hier ein bisschen, was ist das, nordöstlich, ne? Was Schleswig-Holstein richtig von Mecklenburg-Vorpommern trennt. Genau. Also unser Geschäftsführer redet seit Wochen von nichts anderem. Ah ja, genau, wo ist er? Er sagt immer, genau, er ist gerade jetzt nicht mehr im Saal, aber er macht die ganze Zeit Werbung für diese Brücke, weil er sagt, er wohnt da nämlich in der Nähe. Ja, die haben wir ein bisschen missbraucht, das tut uns auch leid, die kriegen wir sicher hier ein bisschen um die Ohren, aber logistisch mussten wir sie als zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen behalten. Ich habe zwischendrin während des Films